Hallo und Mahlzeit bei Push zu Mittag, unter anderem mit der jüngsten Selfmade-Milliardärin und einem Einblick in die Pandemiezeit von Blinden und Gehörlosen. Die haben es nämlich zurzeit ganz besonders schwer. Dank Homeschooling haben LehrerInnen im Frühjahr weniger Überstunden gemacht. Insgesamt wurden im Schuljahr 2019/20 etwa 220.000 Überstunden weniger geleistet als noch im Jahr davor. Damit wurden etwa 13 Millionen Euro eingespart. Für die NEOS ist das aber noch immer nicht genug. Die Zahl der Überstunden sei nach wie vor zu hoch und zeige auch, dass wir einfach zu wenige Lehrkräfte haben. Die Lösung, der Beruf muss attraktiver gemacht werden. Sie ist 31 Jahre alt und die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt, Whitney Wolfe Herd. Die US-Amerikanerin hat die Dating-Plattform Tinder mitbegründet. Dann kam es allerdings zu internen Unstimmigkeiten und im Streit haben sich dann die Wege wieder getrennt. Daraufhin entwickelte sie 2014 den Konkurrenten Bumble, der auf den ersten Blick nach demselben Prinzip funktioniert, aber es gibt einen großen Unterschied und zwar, bei Bumble machen die Frauen den ersten Schritt und nur sie können andere anschreiben. Außerdem geht es nicht nur um Dating, sondern auch Freundschaften können hier geknüpft werden. Nacktbilder sind übrigens strengstens verboten. Ja, und jedenfalls ist Whitney Wolfe Herd mit der App jetzt an die Börse gegangen und wurde quasi über Nacht zur Milliardärin. Für uns alle ist die Pandemie nervig, aber blinde und gehörlose Menschen haben ganz besonders damit zu kämpfen. Besonders die Maskenpflicht erschwert den Alltag. Kommunikation ist damit fast unmöglich. Die Kollegen der Kronenzeitung haben Helene Jarmer getroffen. Sie ist seit früher Kindheit gehörlos. Etwa 30% der Kommunikation geht über Lippenlesen, erzählt sie uns. Den Rest kombiniert sie aus Mimik, Gestik und Co. Laut Verordnung darf man die Maske zwar abnehmen, wenn man mit einer gehörlosen Person kommuniziert, aber das machen halt nicht viele. Besonders schwierige Situationen sind zum Beispiel Grenzkontrollen, Behandlungen im Spital, wenn das Personal Masken trägt oder halt auch Corona-Tests. Auch blinde Menschen haben es momentan ganz besonders schwer. Abstand halten ist nicht immer möglich und normalerweise tasten sie ja auch viel ab, um sich ein bisschen zu orientieren. Und da steigt dann aber jetzt natürlich auch die Ansteckungsgefahr. Gefühlt prasseln dauernd Nachrichten über spannende Funde in Ägypten ein. Aber der neueste ist mal was ganz anderes. Im Süden des Landes wurde eine alte Brauerei entdeckt, die wohl über 5000 Jahre alt sein muss. Bis zu 22.400 Liter Bier wurden da wohl produziert, möglicherweise für Rituale in den Bestattungsstätten der ägyptischen Könige. Der Leiter des obersten Antikenrats schätzt, dass diese Brauerei aus der Zeit von König Narmer stammt, der die beiden Königreiche Ober- und Unterägypten einte und die erste Dynastie gründete. Ja, und er glaubt auch, dass es sich hierbei um die erste Hochleistungsbrauerei der Welt handelt. Ich finde das urspannend. Na dann, Prost und Mahlzeit zur Mittagspause, genießt es und ich bereite derweil schon mal euer nächstes Push-Update vor. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Boom, 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 boom.